Rahmen des spektakulären Weltcup-Wochenendes in Hinterstoder fand in Windischgarsten auch die erste Snowcup-Party im Wellness-Hotel Dilly statt. An die 400 gut gelaunten Gäste ließen sich die Premiere des Society Highlights in der Sportarena Pürnbrill nicht entgehen und wurden von den Weltcup-Botschafterinnen in Empfang genommen. Gäste wurden mit köstlichen Alpentapas verköstigt. Grüß euch, mein Name ist Peter Tichacek, darf euch ganz herzlich begrüßen zur ersten Dilly Snowcup Party. Herzlich willkommen bei uns hier im Hause. Danke, dass ihr da seid. Ich bin gern beim Dilly, das ist ein Freund von uns, ein Langjähriger schon. Ich finde das eigentlich total toll, weil es kommt mir so ein bisschen vor, dass sich einfach Freunde treffen. Ja? Weil die Leute, die was da sind, waren eigentlich alle total freundlich mit mir und nett. Und keiner ist irgendwie affektiert oder deppert oder irgendwas, sondern einfach nur positiv. Also ich fühle mich sehr wohl. Herzlich willkommen bei der Dilly Snowcup Party! Österreichs Missen-Elite war zu Recht begeistert und neben gleich vier DJs sorgten auch Steirer Blut für Vollgasstimmung. Wo sind die Hände? Es gefällt mir irrsinnig gut, wie immer beim Dilly. Ich bin ja in der Sommerzeit hier, auch in der Winterzeit, und ich habe Windischgarsten, die Umgebung, auch Steierling, als meine zweite Heimat eigentlich zu schätzen und zu lieben gelernt. Ja, bei so einem Event, beim Weltcup, da darf das natürlich nicht fehlen und da muss man einfach dabei sein. Meine Stimmung kann irgendwie nicht besser sein. Die Leute sind alle gekommen und ich muss sagen, so ein Event ist schon Weltklasse. Also die Weltcup-Party, da Rennen im Hause haben, ist schon klasse. Und Hinterstoder, das offizielle Skirennen, der hier ist schon das zweite geworden, also das kann nicht besser glauben. Ja, Rosé, ein bisschen Gold, ganz klassisch. Passend für? Die Snowcup-Party. Also ich bin gerade zur Tür reingekommen, aber der erste Eindruck ist immer ein wichtiger und der ist phänomenal, also da geht schon die Post ab. Das gehört dazu, wir haben es jetzt endlich geschafft, nach 5 Jahren, dass wir das erste Mal hier im Dillys Resort einen Event auf die Bühne gebracht haben. Und es freut mich besonders, dass wir so viele Leute heute da haben. Viele Prominenz, Sport, Politik, von Ski bis Fußball, alles ist vertreten. Wirklich eine herrliche Stimmung heute. Also ich bin total begeistert und ich bin mir auch sicher, dass eine zweite Snowcup-Party geben wird. Ja, das Hotel Dilly hat die Initiative ergriffen. Und so ein Ereignis wie ein Weltcup soll ja ein Ereignis der Region und nicht nur des Weltcup-Ortes sein. Das war eine mutige Entscheidung und wie man sieht, eine lohnende Entscheidung. Der Erfolg hat sich sofort eingestellt. Ja, erstens, ich glaube, die ganzen Eventformate, die entwickeln sich ja weiter. Und wie man das erste Mal auf der Bärenalm gefahren ist, hat es eine Bierzeit gegeben und sonst nichts. Es war halt so. Und jetzt gibt es halt wirklich auch Party, das gehört dazu. Ich finde das auch super, weil man soll sich auch amüsieren, es soll ein Rahmenprogramm geben, es soll ein Event sein, der wirklich auch die Leute anzieht und daher bringt es auch was. Also da wird auch die Region zur Party Area. Kann man nur sagen, das ist eine tolle Show, die was auch für die Gäste geboten wird. Und wie man sieht, sind alle sehr erfreut und genießen diesen Abend heute. Ja, es ist einfach ein schöner Tag heute, das Wetter ist traumhaft, auch heute Abend. Also, tolle, gelungene Party.
Bei der Snowcup-Party fand auch der Kick-Off zur Footgolf-WM statt. Ankick ist im Juni am Golfplatz in Windischgarsten und viele prominente Footgolf-Botschafter waren mit dabei. Genau. Das wird eh alles rausgeschnitten. Das kommt eh nicht. Schönen Abend, die Herren. Ciao, ciao.